Hallo, ihr kleinen verrückten Minecraft-Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Wildlife 2. Und zwar wollen wir heute ein wenig Essen machen. Und wir wollen uns da hinten um das Anbinden an unsere Energieerzeugung kümmern, also dass es ein bisschen besser wird und nicht so quer übers Feld geht. Wir haben ja unten diesen Raum vorbereitet damals und den werden wir natürlich auch nutzen. Es war ja die Intention dahinter, das so zu gestalten. Aber wir brauchen erstmal was zu essen und deswegen würde ich hier mal ein bisschen was Zeug sammeln und dann werden wir was zu essen machen. Also es sieht echt schick aus, gerade auch mit diesem Shader. Es sieht einfach nur Wahnsinn aus, ja. Also das Spiel, es gefällt mir. Das sieht so super aus. Wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen, was sind das hier? Gurken, Kokumbo oder sowas, keine Ahnung. Das werden wir erstmal uns holen. Was haben wir hier? Spice Leaf Seeds. Lässt sich vielleicht jetzt nicht so unbedingt Chili, vielleicht auch nicht. Müsste man testen? Das vielleicht? Na gut, das sind Trauben. Toll. Ich glaube nicht, dass man da raus... Na gut, aber wir werden das mal... ich habe ja nämlich schon was vorbereitet. Oh, zack. Wir werden sehen, ob das geht. Nein, das geht nämlich nicht. Deswegen... Warte mal, irgendwo habe ich hier... 13 davon, ich weiß gar nicht. Wir haben hier Eier. Ich weiß gar nicht. Baked Potatoes. Dieser blöde Händler geht mir aufs Schwein, sage ich euch. Der geht mir wirklich aufs Schwein. Wir haben hier noch Korn. Da können wir auf jeden Fall noch was Food-Technisches machen. Geht das eigentlich? Nee, da können wir Popcorn. Können wir da Popcorn draus machen? Mit diesen? Nee, ich glaube, das geht so nett. Nee, so geht das nicht. Dann machen wir halt Brot draus. So. Sollen sie doch Kuchen essen? Das habe ich ganz schnell wieder gedrückt. Die Samen, wo hatte ich denn die Samen? Ich hatte doch irgendwo eine Kiste mit Samen. Und wenn der Händler hier nicht die ganze Zeit durch die Gegend latschen würde, dann würde das wahrscheinlich auch ein bisschen besser funktionieren. Oh, das ist falsch. So, zack, zack. Warum habe ich eigentlich so viele Fackeln mit? Warum habe ich so viele Fackeln mit? Das brauche ich doch nie im Leben. Das packen wir erstmal. Wir packen erstmal alles weg, was wir nicht brauchen. Ich glaube, das ist vernünftig, würde ich sagen. Alles, was man halt an der Sitte läuft, kommt da nicht rein. Das können wir da mit reinpacken. Das bräuchte man dafür. So, und ansonsten, mal gucken. Schmeckt gut. Und von daher, schauen wir mal. Mal gucken, wie weit wir uns durchgraben können. Ich würde mal Folgendes machen. Ich grabe mich jetzt einfach mal straight geradeaus durch. Dann grabe ich mich runter und grabe mich nach rechts. Und dann werden wir ja sehen, wo wir rauskommen. Vielleicht mache ich es am besten hier. Und Fackeln habe ich nicht weggepackt. Das ist gut, weil die können wir nämlich jetzt hier mal noch schön mit hinsetzen, damit hier, damit es ein bisschen hell ist, nicht? Zack. Fackel dran. Ja, jetzt kommt Gravel. Jetzt kommt kein Gravel mehr. So, ein bisschen Licht brauchen wir auf jeden Fall. Mal gucken, wo wir hier ankommen. Oh, Eisen. Eisen. Das müssen wir mitnehmen. Das können wir nicht stehen lassen. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und wir müssten auf jeden Fall wieder zumachen hier. Nee?
Ich habe keine Ahnung, wie weit ich jetzt graben muss. Ich würde sagen, erstmal bis hierher. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall schon drunter durch sind. So, mal gucken. Ich höre gerade, wie die Kaffeemaschine ausgeht. Mist, ich hätte mir vorher noch einen Kaffee holen sollen. Muss ich die Kaffeemaschine dann wieder anmachen, dann spült die schon wieder durch. Und ach, das dauert immer alles viel zu lange. Ich überlege gerade, ob es wie es am besten clever ist. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier runter muss. Autsch! Oh nein! Oh nein, ich bin hier reingefallen. Wahrscheinlich wäre ich hier auch dann vorhin da reingefallen. Hallo? Wo sind wir denn hier? Also so viel dazu. Ich weiß gar nicht, wie weit wir hier. Wir machen Folgendes. Wir essen erstmal was. Das, was wir haben, ist nicht sehr ertragreich. Also es hält nicht lange. Es ist halt auch nur Gemüse. Da ist ein Fenster. Mal ablunzen. Wie viel? Ah ja, eins, zwei Blöcke nach oben. Zwei Blöcke nach oben. Das heißt, ich mach den Gang mal ein bisschen größer. So, da haben wir ein Loch. Und dann gucken wir mal, wo wir ankommen. Uiuiuiui. Ist das spannend? Ist das spannend? Nee, es war auf jeden Fall, es muss auf jeden Fall hier irgendwo in der Nähe sein. Es muss hier irgendwo in der Nähe sein. Hier definitiv nicht, da wären wir ja lang gekommen wahrscheinlich. Wo ist jetzt das Loch? Ich glaube, wir sollten in das Loch reingehen und uns nach oben bauen. Und dann wissen wir, wo wir hin sind. Wir kommen bestimmt an einer ganz, ganz anderen Stelle raus, als wir erwartet haben. Oder als wir erwarten. Ah, doch, hier. Ah, guck mal an. Oh, okay, alles klar. Da hätten wir auf jeden Fall. Dann machen wir das mal so. Genau. Da wissen wir ja jetzt. Wir müssen in diese Richtung buddeln. Müssen aufpassen, weil wir wissen ja, dass wir da gleich runterfallen. Also von daher alles gut. So. Gibt ja diese coole Funktion hier bei der Mod. Beziehungsweise, wir haben uns ja hier reingegraben. Na egal, wir werden jetzt erstmal hier zumachen. Damit nicht irgendwelche komischen Kreaturen auf komische Ideen kommen. So. Zack. Naja, egal. So. Müssen wir mal schauen, wie wir es am besten machen. Aber zumindest. Können wir sagen, dass wir jetzt erstmal hier sind. Hier würde ich jetzt erstmal wieder zumachen hier hinten. Mal. Ja. Haben wir uns ja hochgegraben. Da ist ja gar nichts. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir sollten vielleicht diesen Raum in diese Richtung auch noch komplett erweitern.
Ach ja, Raben. Ist das nicht schön? Graben ist doch was Tolles, oder? Oder findet ihr nicht? Es ist so lange her, dass ich Minecraft gespielt habe. Ich spiele es immer wieder gerne, muss ich sagen. Ich spiele es immer wieder gerne. Es hat irgendwas Meditatives. Man kann sich so schön kreativ ausleben. Vintage Story, in Vintage Story geht das natürlich auch. Aber Minecraft bietet schon halt dadurch, dass es halt wesentlich länger auf dem Markt ist, viel größere Community hat, mehr Mods und so weiter, bietet das natürlich dadurch auch viel mehr. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Minecraft besser ist als, als Vintage Story oder so. Es ist halt ein anderes Spiel und es hat halt so seine Reize, nicht? So. Wir ermüden ganz schön schnell, ne? Also wir brauchen ziemlich viel Essen. Dieser leckere Salat, den wir dort gemacht haben, der hält halt auch nicht lange an. Nicht? Was kam denn hier? Sind es? Da kommt Zeug von der Decke runter. Ich weiß gar nicht, ob wir dann hier groß zaubern werden oder sowas. Bin ich mir nicht sicher. Wir haben ja das in der ersten Crate Life, hatten wir das ja auch noch nicht gemacht. Daher, mal schauen. Gut, ich würde es erstmal so lassen hier. Vielleicht hier. Nee, das lassen wir erstmal so. Wir wollten ja sowieso bis dorthin. Bis hierhin meine ich. Deswegen lasst uns mal hier noch einen kurzen Augenblick verweilen. Boah. So. Okay. Wir müssen jetzt hier irgendwie das nach oben bekommen. Ich denke mal, das ist nicht so das Problem. Wir brauchen halt bloß den Connector. Und der könnte ja dann theoretisch hier an der... Geht das hier, wenn ich das... Kann ich das hier an? Von mehreren Seiten? Wir haben ja hier eigentlich einen Connector, ne? Ja, wir haben hier einen Connector. Wir könnten den ja hier anschließen. Die Frage ist, warum das hier so... Können wir das nicht hier... Was dreht sich da? Kann ich das nicht hier... Das geht hier rüber. Da dreht sich darum. Das geht hier. Das ist eine Gearbox, ja. Das ist eine Gearbox. Das ist schön. Egal. Wir setzen die Shafts hier an. Und leiten die dann rüber. Also, ich setze hier an. Grab mich jetzt hier rüber. Komm hier lang. Wobei, nee, guck mal, hier können wir das ansetzen. Hier können wir es noch besser ansetzen. Das heißt, die Gearbox vielleicht in diese Richtung. In diese Richtung leiten. So hier rüber. So hier, Moment. Ich will nochmal drehen, das Ding. Da. So, so, genau. In diese Richtung. Und dann dreht sich das nochmal nach dort. Also, Moment, wir brauchen auf jeden Fall bald wieder eine neue Hacke, Spitzhacke. Das geht so nicht, das geht aber so, zack, zack, genau.
Da holen wir dann die. Habe ich die nicht noch? Ah ne, das habe ich weggeräumt. Das habe ich weggeräumt. So. Blöde ist ja, dass wir jetzt hier die Linie gesetzt haben. Mal gucken. So. Das machen wir nochmal weg. So. Und dann nach oben. Und dann können wir das da oben anschließen. Beziehungsweise hier. Genau. Also nehmen wir den noch weg. Den Block. So. Und setzen das dann hier hin und dann leiten wir das rüber. Dafür muss ich aber erstmal diese Chefs holen. Und später können wir das ja quasi noch ein Casing drüber machen. Ein Casing. Damit wir das ein bisschen verstecken können. Ich denke mal, das sieht dann so ganz gut aus. Man sieht ja am Fußboden, wo es dann lang geht. Ich schätze mal, dann ist es gar nicht so mal so unclever, dass wir das entsprechend dort verlegt haben. Eine Gearbox. Habe ich hier irgendwo noch eine Gearbox? Das sieht jetzt nicht so danach aus. Eine Gearbox. An das Casing. Haben wir ja eigentlich genug davon. Mal gucken. So. 7 Stück. Den Rest brauchen wir nicht. Die Gears können wir erstmal wegpacken. Und die Encasings nehmen wir mit. Dann gehen wir wieder runter in unseren Schacht. Beziehungsweise in unseren Raum. Ich würde mal hier vielleicht eine Treppe machen. Das werden wir. Ja, komm, das machen wir später. Das machen wir später. Auf jeden Fall schließen wir das erstmal hier an. Dann dreht sich das schon mal schön. So. Und wir können ja. So. Das hört sich an, als würde ich Hackenschuhe tragen. Das macht sich bestimmt auch immer so richtig gut beim Arbeiten. So in Hackenschuhen. Oh. Und jetzt müssen wir das Ding nach oben. Dazu brauchen wir das aber in dieser Direction. Und dann können wir das nämlich... Ah! Mist! Der Plan hat nicht funktioniert. Ich wollte mich eigentlich nach oben bauen. So, nochmal. Bisschen sneaken. So, und dann können wir das nämlich hier abtrennen. Trenn das mal ab. Trenn's mal ab. So, zack. Und hinten können wir das dann anschließen. Und schon haben wir unser Connector gebaut. Kann ich das noch drehen? Okay, ich brauche da das andere. Ich brauche das hier, glaube ich. Jawohl. Perfekt. Dann können wir das hier abbauen wieder. So, hier müssen wir zumachen. Ja, wächst dann Gras drüber. Bis ein Kamel kommt und das dann wieder abfrisst. Aber bis dahin... Ah, funktioniert es erstmal. Gut, okay. Hier machen wir zu. Und dann sieht man das. Dann sieht man das nicht mehr. Dann sieht das ganz gut aus, würde ich sagen. Und unten werden wir das noch ein bisschen verkleiden. Mit den. Andesit Casings. Wir haben hier noch 30, die werden wir dafür benutzen. Zack. Das ist schon echt mega, wie das hier so funktioniert. Ich finde das geil. Leute, das ist so cool. So. So. Das ist natürlich kein Muss, aber ich finde es viel schöner, wenn sich das hier so ein bisschen... Wenn sich das ein bisschen...
irgendwie so ein bisschen verbindet alles. Beziehungsweise, dass es nicht so offensichtlich ist. Ne? Das können wir hier auch noch fertig machen. Das hatten wir damals vergessen, weil wir nicht geschafft, weil wir keine weiteren Casings hatten. Wie ist denn das jetzt? Ah ja, okay, gut. Ich wollte gerade mal gucken, ob man... So. Das sieht doch geil aus, yo. Das sieht doch richtig cool aus. Schön. Und da kann man hier auch noch ein Casing dran machen. Oh, ich werde jetzt überall Casings dran machen. Kann ich das hier? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich dachte, man kann daraus irgendwie so eine Art Gearbox oder sowas machen. Cool wär's, wenn man das hier irgendwie noch mit ummanteln könnte. Aber naja, nee, das geht so nicht. Aber so funktioniert das schon mal ganz gut. Schön. Jetzt haben wir zumindest erstmal ordentlich was geschafft. Also was heißt ordentlich geschafft? Wir sind auf jeden Fall einen Schritt weitergekommen. Und das ist auch gut so. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir werden das in der nächsten Folge mal ausprobieren. Und das ausprobieren, also weiter bearbeiten. Auf jeden Fall muss ich hier mehr Fackeln machen, damit keine bösen Viecher kommen oder sowas. Wir spielen nämlich doch nicht auf Peaceful, habe ich gerade festgestellt. Es kam ja vorhin ein... Hallo? Es kam ja vorhin ein Zombie da oben raus. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Von daher, macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss!